Let's play. Ja, meine lieben Skyrim-Freunde, und damit willkommen zurück zu den abenteuerlichen Erkundungen hier im Dwemer-Außenposten, der da heißt, lass mich mal überlegen, Faldbart im Kesselhaus, um genau zu sein, sind wir gerade unterwegs. Ja, wir haben in der letzten Episode dieses komische Rätsel mit diesem runden Zylindern gelöst. War eigentlich ziemlich einfach, wenn man es aber raus hat. Und dadurch hat sich diese Tür hier geöffnet. Mal gucken, was wir hier jetzt alles Spannendes entdecken. Wahrscheinlich unseren Tod. Ah, nee, ein Geist. Der da irgendwo draufkloppt. Der hält sich irgendwie fit, auch im Tod. Finde ich ja gut. Stirb, der sagt nichts mehr. So, was haben wir denn hier alles? Das können wir hier aktivieren, denke ich mal. Ah, wir haben noch einen Feuerball irgendwie ausgerüstet. Warum auch immer. So, wir haben hier einen Weg geöffnet. Achso, von hier, genau. Hier sind wir ja hergelaufen vorhin. Aber warum soll ich da zurücklaufen wollen? Das macht für mich keinen Sinn. Ich laufe doch lieber weiter, geradeaus. Den neuen Weg weiter. Okay, hier gelangen wir wieder nach Falbtarz. Aber anscheinend ein bisschen höher gelegen, wie vorhin. Ein Hebel, okay, da wird sich jetzt hier wieder... Genau, der Turm dreht sich. Und wir haben eine Verbindung geschaffen. So. Zahnräder, die sich drehen. Okay, diesmal hier auf dem oberen Stockwerk. Alles klar, das kriegen wir noch hin. Ich habe das Gefühl, die drehen sich hier oben auch ein bisschen schneller, ne? So, die Spinne sagt nichts mehr. Nimm mal die Fackel. Und da irgendwo ist noch ein Gegner. Ich sehe ihn zumindest auf der Map. So, da muss es doch irgendwie einen Eingang geben. Ah, okay, eine Brücke. Noch besser. Da unten. Alles klar, das Vieh machen wir natürlich platt. Ja, das Vieh ist gar nicht so doof, ne? Versteckt sich da drin. Können wir auch nicht töten. Na gut, da muss das noch ein bisschen warten. Haha, ne, verdammt. Oh, die Viecher, die gehen so was von ab, ey, wenn die einen erwischen. Da liegst du erstmal flach. Okay, der ist auf jeden Fall weg. Die haben schon ordentlich Durchschlagskraft. Wenn die dich treffen, dann liegst du erstmal... Oder da bist du so ein bisschen am Rumschwanken. Die gehen schon ab. 9 Gold. Hat sich richtig gelohnt. So, was haben wir denn hier? Nordbogen der Verwünschung. Naja, muss ich nicht unbedingt haben. Alles klar, Sesam, dreh dich, öffne dich. Hört jetzt auch mal auf? Okay. Was? Wo führt das denn jetzt hin? Die Frage ist, wie kommen wir da zurück? Das ist abenteuerlich. Kann ich so weit springen? Wir speichern mal. Nein, kann ich nicht. Oh, tot. Kopf am Zahnrad erschlagen. Kacke. Ja, ist ja gut. Ja, ich bin doch doof. Wir haben doch unseren Wirbelsprint-Sprung. Aber warte, von hier könnte ich das eventuell hinkriegen. Nee, auch nicht. Ja, da muss ich diesen Wirbelsprung benutzen. Dann komme ich auf jeden Fall rüber und dann fertig. So, pass auf. Kollege, jetzt machen wir hier... wir sind ja nicht umsonst Drachenblut. Muss ich nur rausfinden, wie das heißt, ne? Irgendwas mit Wirbelsprint-Kacke. Perfekt. Genau so und nicht anders wird das gemacht. Okay. Torch. Ach so, habe ich schon ausgerüstet, weil das hier trotzdem noch extrem dunkel ist. War ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, was haben wir denn hier? Die große Halle, okay. Wenn wir nicht hier die Resonanzsteine finden, wo denn dann? Die große, mit Spinnen verseuchte Halle. Trifft's wohl eher. Ich sehe ja schon wieder die Albino-Viecher. Die wollen uns schon wieder ihre Ärsche schenken. Igitt!
Die hören sich wirklich an wie die Chaurus-Viecher, ne? Tu die Fackel weg, da ist irgendwas am rumkriechen. Irgendwas Unfreundliches. Verkloppen wir erstmal die Ölspinnen hier. Ja, hier, der hat uns entdeckt. Aber ist egal. Irgendwas hat uns trotzdem noch immer entdeckt. Wir machen mal Magierlicht an der Decke. Hier so hin. Sehr gut. Da kann man auch schon viel... hast du das gesehen? Zwei Zeturios sind hier. Meine Fresse, das wird eine Schlacht gleich geben. Ach komm, hier. Voll Karacho rauf. Ach so, das ist eins von den Viechern. Blind sind sie auch noch. Ja, weg. Kaputto, Maximo. Ja, der kugelt da noch rum. Ein Dynamo-Centurio-Kern. Hm. Ich weiß nicht, ob man die braucht. Ah, da hinten ist noch einer. Ich sehe ihn. Und zwar genau da. Gesehen. Und kaputt. Ja, klar, drück. Ah, Dynamo-Schall. Ah, ich brauche die... Verdammt, ich brauche die Kerne wirklich. Die muss ich da einsetzen. Tja, dann nehme ich den mal von der rollenden Kugel hier mit. Vielen Dank. Und eingesetzt. Okay, ich dachte schon, der wird zum Leben erweckt oder so. Aber anscheinend nicht. Noch nicht. Vor allem eine Maschine wird zum Leben erweckt. Aber ja, ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Oh, der hat kein Centurio-Dingsbums. Hätte ich jetzt eigentlich angenommen. Albino-Spinne, warum liegt die hier so komisch rum? Ich habe die nicht getötet, oder? Nicht, dass ich wüsste. Okay, der letzte Centurio-Kern, wo auch immer der sich befinden soll, muss da noch von uns aufgespürt werden. Eventuell hat der Centurio-Typ da unten ja selbst das Teil. Guck mal, hier einer von denen, wenn die gleich zum Leben erweckt werden. Was ist, wenn ich hier... Ah, okay. Man muss das nur in die richtige Form bringen. Jetzt ist das Tor da hinten offen. Hä, wo habe ich denn den dritten jetzt her? Hä? Ich habe gescheatet. Habe ich den gedupt? Ich bin auch ein Cheater, ne? Könnte mich selber hassen gerade. Stirb, hier komm raus. Ah, verdammt, das war ein Fehler. Was? Stirb! Einfach drauf. Okay, der war ein bisschen stärker wie wir. ja, ich hatte nicht angenommen, dass das so einfach funktioniert. Einfach draufkloppen und der, ja, der macht schon was, ne? Alles klar, da machen wir das eben auf die altbewährte Art und Weise. Mit der Zeitverlangsamung. Cheat Marua. Oi, ich sehe nix. Einfach drauf. Ah, da, ich sehe goldene, was weiß ich, Effekte. Sehr schön, der ist kaputt. Der sagt nichts mehr. Den können wir looten. Wenn er denn mal stirbt und zu Boden fällt. So, Trank Steel Arrow, 10 Stück hat der. Okay, von mir aus gerne. Mächtiger Seelenstein, Rubin, ein Dynamo-Kern, nehmen wir mal mit. Und Zwergenöl, vielen Dank. Ich glaube, speichern. Und das Vieh machen wir mal so platt. Ich glaube, das war da so, ne? Jawohl. Ja, bisher bei uns ist es der platt. Kann der dampfen, wie er will, das bringt dir nichts. So, auch du hast ein paar Steel Arrows und auch das und das. Und zwei Dynamo-Kerne. Sehr schön, das freut mich. Ja, mit dem Pfeil und abgeschlossen haben wir das Ding hier. Ich habe den Sound schon gehört. Dementsprechend sind wir jetzt ganz am Ende, denke ich mal. Und, was ist denn da? Da ist der Ausgang. Ja, ein Resonanzedelstein. Und, Alter, Goldhaufen aktivieren.
86 waren das nur? Okay, sieht nach mehr aus irgendwie. Ich will mich nicht beschweren. Verdammt, ich habe so eine Ebony, was weiß ich, Kackaxt genommen. Was soll ich denn damit? Weg. Aktivieren. Antlitz von Sund. Ah, genau, das ist der, der Helm, den der eine haben wollte. Jetzt haben wir ihn. Eine Truhe. Geld. Und ansonsten, ja. Nichts von Interesse, würde ich mal meinen. So, das Antlitz von Sund. Gucken wir uns mal an. Was das so toll kann. Erhöht die Ausdauer des Drehers um 60 Punkte und erlaubt es ihm, den Atem von Huak auszustoßen. Ein mächtiger Dampfangriff. Achso, so wie die fetten Centurios hat können. So. Und so, ja. Sehr gut, dann ab nach oben. So, da wir ja jetzt den dritten Stein haben, können wir den jetzt einsetzen gehen. Und das nächste Rätsel. Verdammt, geht die Tür hier wieder nicht auf. Ist doch kacke. Eisenhebel. Ist wie früher. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Habe ich das schon gesagt? Sehr schön. So, da müsste jetzt auch abgeschlossen sein hier. Das Ding. Jawohl, Falptals, Tarz, wie auch immer, abgeschlossen. Dann können wir uns jetzt noch einmal begeben nach Kagrumes, ne? Genau, das war's. Kagrumes. Halt, Moment, ich gehe nochmal nach Nchardak. Vielleicht können wir da jetzt diesen Centurio-Kern, den wir aufgesammelt haben. Ich habe ein paar mitgenommen. Vielleicht können wir den ja da einsetzen. Die Gegner müssten hier alle tot sein. Die hatten wir schon damals gekillt. Tu mal die Fackel weg, ist doch mit einer Tache. Aber ich befürchte immer noch, dass wir hierfür ein spezielles Item brauchen. Das, was bei dem Typen da im Büro liegt. Bei unserem Nelot-Typen da. Ja, verdammt. Aber vielleicht, nee, vielleicht ist es auch nur der Centurio-Kern. Werden wir jetzt rausfinden. Wir haben ja welche mitgenommen. So. Da. Ah, nicht über die Falle laufen und hups. Nee, das ist was anderes. Guck dir das an. Keine Ahnung, was da rein muss. Gut, ja, war ein Versuch wert. Ist ja egal. Ja, Kagrumes, oder wie das heißt, können wir trotzdem gehen. Ja, wir haben ja jetzt den dritten Resonanzstein bekommen. Wenn wir den einsetzen, wird dann die nächste Tür geöffnet. Wahrscheinlich kommen dann wieder 1000 neue Gegner auf uns zu. So wie beim letzten Mal, wieder Geister und was weiß ich nicht alles. Wird wieder so eine kleine Schlacht geben, eventuell. Aber wir haben ja diesmal unsere Spinne dabei, die uns hilft. Der Spinni? Hey, komm mal mit. Wobei. Bleib lieber hier. Bevor die stirbt. Ich will ja nicht, dass die stirbt. Sicher ist sicher. Ich dachte schon, die folgt mir jetzt. So. Wie viel Gold haben wir eigentlich schon wieder? 15.900. Sehr gut. Haben wir schon wieder fast das ganze Gold, was wir den Ralis-Spacken da in den Rachen werfen, rausbekommen. So. Speichern. Es waren, glaube ich. 1, 2, 3. Ha, ist glaube ich richtig, ne? Oder? Anscheinend nicht, sonst wäre was passiert. Ich guck mal eben. Ich meine aber, so war das. Ach so, in der Mitte der. Okay, fast richtig, fast richtig. Ja, um einen vertan. Der kommt dahin. Ah, natürlich. F3 und ducken. Okay, die nächste Ebene. Feuer kommt überall raus und... Was ist das denn da? Ich will es gar nicht wissen. Oh, da tut weh. Oh, kack die Wand an. Stirb!
Ja, wie Sie sehen, sehen Sie da hinten nichts. Ich mache da mal ein Magierlicht hin. Sehr gut. Dadurch sehen wir schon ein bisschen mehr. Alter, da ist noch so ein Centurion rumspacken. Ah! Stehe ich im Feuer oder was? Alles klar. Das Feuer geht mir hier so ein bisschen auf den Sack, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir speichern mal. Eventuell können wir den da verkloppen. Wir sterben jetzt wahrscheinlich. Guck, was der für einen Hammer hat. Ne. So, ich bin lebensmüde. Und ich kämpfe gegen das fette Monstrum. Also nicht im Nahkampf. Stimmt nicht. Boah. Alter, was ist denn hier los? Feuer überall. Gott, nee. Das Vieh kommt uns auch noch hinterher. Ja gut, dann machen wir es auf Trick 17. Wir haben ja noch unseren Schrei für die Zeitverlangsamung sogar ausgerüstet. Was ist hier los? Ja? Ich bin schneller wie du, pass auf. Tja, so viel hält er jetzt auch nicht aus. Er hätte mir auch so irgendwie Platz gekriegt. Und den hier auch noch schnell. Schnell, greif an. Boah, was ist denn hier los? Alter. Irgendwas zieht hier extrem viel ab. Brauchen die Fackel, ich sehe nichts. Centurio-Looten. Amethyst, Arrow, mächtiger Seelenstein, Centurio, Dynamo-Kern lassen wir drin. Wir haben genug davon. Wiegt doch viel zu viel. Das ist mir nicht wert. Okay, damit hätten wir, denke ich mal, alles geplättet. Meine Fresse, ist das eine Geburt gewesen. Das wird beim nächsten Mal noch schlimmer. Wenn es eine nächste Phase gibt, wovon ich einfach mal ausgehe. So, der Weg ist auf jeden Fall frei. Nee, halt, wir nehmen hier. Die Fackel in der Hand. Fackel ist immer gut. Was ist denn hier am Jucken? Einen Moment, ich muss mal hier eben und ich sehe da hinten, was ist das, ein Hebel? Da? Alter, ist am Jucken. Was ist denn? Kriege ich jetzt die Krätze oder was? Da ist anscheinend noch eine Spinne drin. Aber erstmal die Truhe hier. Dietrich. Dragon Knight, Heavy Shield. Das sieht mal gar nicht immer schlecht aus, ne? Ist aber schwere Rüstung. Ja, Heavy Shield. Ja, klar, ist natürlich schwer. Hässlich. Wie die Nacht. Okay, nächste Rätsel. Im Prinzip wie so eine 5 auf den Spielewürfel, nur oben rechts die Ecke fehlt. Müssen wir uns merken. Guck mal, ich kann da durchschieben und das sehen. Wir kriegen unsere eigene Sphäre. Cool. Hallöchen. Ihr scheint freundlich zu sein. Dwarven Sphere. Steadfast. Ich brauche kein zerbeulten Blech, einmal hinter mir herläuft. Warum nicht? Nö, dann lassen wir die da draufstehen. Aber ich beleidige die bestimmt nicht an der Stelle. Welcher doof. Hinterher wird die böse und verkloppt mich. Gut. Zweite Etappe gemeistert. Auf jeden Fall gibt es noch mindestens eine dritte. Die wir dann irgendwann lösen müssen. Ruckel. Ja, 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 ja. Kann ich das aufheben? Das ist doch unser Pfeil. Ne. Natürlich nicht. So, durch die Dunkelheit wieder gewartet. So. Zack, 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 zack. Ja, du bist ja eine kleine Feine, ne? Hätte ich die Spinne mal nicht angequatscht. Anscheinend kann man nur einen von denen gleichzeitig aktiv haben. Sonst hätte ich nämlich die Sphäre genommen.
Wobei, vielleicht kriegen wir am Ende sogar ein Centurio. Wie geil wäre das denn? Ja. So, und jetzt können wir weiter marschieren. Und zwar, wir gehen mal von hier aus, genau. Hier haben wir die Rieglinge verkloppt. Von hier aus weiter Richtung Norden. Beziehungsweise von hier nochmal Richtung Süden. Ich glaube, da war noch irgendwo so eine Mine, die wir entdecken konnten. Und dann muss ich auch mal eben auf die Traglast gucken. Ich glaube, wir sind schon über die 400. 427, das wird schon langsam knapp hier. Also, pff. Und zwar Süden, genau. Und da vorne sehen wir schon, ja, ja, zwei Sachen, die wir hier noch erkunden müssen. Machen wir direkt. Damit wir bloß nichts auslassen auf der Insel. Genau, da waren wir schon drin. Das ist soweit alles abgeschlossen. Fertig. Ich frage mich ja, wann der Kurier sich wieder blicken lässt. Mit den Neuigkeiten. Was ist denn hier? Ein Dwemer-Dings? Aber hier... Achso, hier sind wir, glaube ich, vorhin rausgekommen, ne? Ja, ja, genau, richtig. Alles klar, ich habe nichts gesagt. So, wo ist denn... okay, wir sind schon so gut wie da. Die Mine ist jetzt mehr oder weniger unter uns. Naja, laufen wir einfach den Berg runter. Der Bergwanderer. Zack. Und hier noch. Ah, da ist schon... Ich glaube, ein Herzstein können wir wieder abbauen. Haben wir schon etwas länger nicht mehr gemacht. Klammhallmine entdeckt. Oh ne, das ist kein Herzstein, das sah von oben so aus. Das ist einfach nur ein Waggon, der ein bisschen am Verkohlen ist. Hallöchen, auf der Fresse. Ganz arm. Und, das hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich glaube, das ist auch erst das zweite Mal, dass uns sowas gelungen ist. Sehr cool. Ja, wir werden immer geschickter mit dem Schwert, ne? Hast ja gesehen, der sagt auf jeden Fall nichts mehr. Auf gar keinen Fall. So. Was haben wir denn hier? In der Mine, alles schön. Was ist das für eine Mine? Vielleicht so eine Stahlrimmine? Haben wir vielleicht Glück? Hier ist doch alles dunkel in dem Spiel, ne? Geht's mir langsam auf den Nerven, die Dunkelheit. Okay, da ist irgendwas im Gange. Ich sitze lieber hier draußen fest, als da drin zu schweben. Dann gehen wir dann Gold her. Okay, die haben dann nicht mitgekriegt, die Idioten. Er hat deine Augen, sagt sie. Verlogene Schlampe. Jetzt fangen sie schon wieder damit an. Ja, der stirbt, der kriegt das gar nicht mit. Ist da jemand? Ist da jemand? Nein, da ist keiner. Verdammt, ja, wenn er direkt neben mir ist, dann erkennt er das natürlich. Der kriegt das ja mit, wenn er auf einmal in seinem Oberschenkel irgendwie so eine haarige Katze auf einmal ist. Klar, das kriegt man mit. Kann ja auch nichts dran ändern. So, ein bisschen Gold, obwohl wir den eigentlich schon was aus der Tasche gezogen haben. Sehr, sehr, sehr gut. Fellen, ja, Fell nehmen wir nicht mehr mit. Holzkohle. Brauchen wir auch nicht. So, Plünderer. Aha, okay. Töten die sich gegenseitig, damit sie mehr Loot für sich behalten? Alter Schwede. Klar. Er sauft die Plünderer einfach. Ist ja die leichteste Art und Weise, konkurrenzlos zu werden irgendwie, ne? Und wir können ja unendlich lang tauchen, glücklicherweise. Aber da ist eine Kiste. Hab ich gesehen. Ich mach mal eben Kerzenscheinzauber. Ein Skelett mit Gold. Das habe ich schon immer gewollt. Lalala. Und noch eins. Mit 9 Gold sogar. Und eine Muschel brauchen wir nicht. Aber eine Truhe. 50 Gold. Ja, das ist mal nicht schlecht. Skelett wieder. Ja, hier Trankmischbeutel. Wenn ich den mal anklicken könnte. Oder nur Beutel mit Dietrich und Gold. Sehr schön. Noch ein Skelett. Und nochmal Gold. Ja, gut. Alles klar. Raus hier. Guck mal, was da oben für ein Gitter ist. Da kann man bestimmt irgendwie einsteigen, oder?
So, da hinten sitzt einer. Wir können eigentlich schon fast in der Vergangenheitsform sprechen, denn er war einmal, würde ich mal behaupten. Oh, tut mir ja leid für dich. Da ist aber noch einer gewesen, ne? Da. Und kaputt. Sehr schön. Tornister. Tanz im Feuer, Band 1. Ich glaube, das haben wir schon. Ewige Heilung nehmen wir mit. So. Oh, die waren hier gerade ein Fest mal am Zubereiten. Lecker Kaninchen und alles. Yam, yam, yam. Naja, jetzt putzen wir eben die Banditen. Schmeckt vielleicht auch nicht mal so schlecht. Wobei, der sieht schon ein bisschen zäh aus. Den würde ich nicht essen wollen. Nee, lass mal stecken. Trankmischbeutel, jawohl. Knoblauch nehmen wir auch mit. Können wir ein bisschen stinken. Perlen, komm, wir nehmen die Perlen mit. Was soll das? Okay. Weiter nach unten geht's. Muschelfleisch, das sieht so eklig aus. Und wir machen mal wieder ein bisschen Licht. Aber hier scheint nichts zu sein. Stachelgras, Stachelgras. Ja, komm. Nimm mal mit. Tja, hier ist eine Falle, als ob ich so doof bin. Was wird denn dadurch ausgelöst? Wahrscheinlich fallen wieder irgendwelche... hier. Die Steine fallen wahrscheinlich darunter. Ja. Von mir aus. Ist das dunkel da hinten? Siehst du nix? Ah, die Bella-Statue. Die schnappen wir uns gleich. Verdammt. Im richtigen Moment hat das Magierlicht nachgelassen. Und jetzt machen wir ein bisschen Licht hier. Das Licht hält sich auch an Grenzen, ne? Ah, der brennt, der Idiot. Tja, dadurch habe ich ihn gesehen, Trottel. So, Magierlicht mal wieder. Sehr gut. Dragonsteel, Gold. Diamant liegt hier einfach so rum. Silberohr brauchen wir nicht. Tja. So, du Raufbold, was hattest du denn Schönes? Ah, okay. So, wir bleiben aber doch beim Kerzenschein. Das ist schon krass, das Kerzenschein-Gedöne. Da sehen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr. Ah, oh, warte, der Dragonsteel Arrow. Wo ist er? Der schwimmt auf dem Wasser. Her damit. Ah, die Tibella-Statue. Her damit. Astia als Abstieg. Kennen wir schon. Ist nichts Neues für uns. Oh, eine versteckte Truhe hier in der Ecke. Mit, ja, 61 Gold. Da soll niemand was gegen sagen können. Und ganz viel Hängemoos. Zack, zack, zack. Hängemoos ist immer gut. So. Saphir, Alter. Ich muss mich mal hier besser in den Ecken umgucken, ne? Makelloser irgendwas. Also loot-technisch ist hier schon so einiges zu holen, wenn man sich denn umguckt. Ich meine, ist ja auch eine Mine. Aber dass die Arbeiter das hier nicht sehen. Ich meine, gut, ich habe bestimmt auch schon den einen oder anderen Edelstein übersehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Kessel. Kessel, Kessel, Kessel. Hängemoos, Hängemoos, Hängemoos. Und... Hängemoos. Ist das schön hier drin. So schön am Gedeihen alles hier. So blumig, ne? Also. Ja, toll. Die steht einfach nur vor mir und greift mich nicht an. Ich muss ja nicht wundern, wenn sie stirbt. Ey. Ich bin auch friedlich. Bis man mich angreift zumindest. Da wäre ich zum Tier. So, Dietrich Gold.
Er damit. Da haben wir hier auch wieder Dietrich Gold. Die haben irgendwie immer alle das Gleiche. Ich würde einfach mal jetzt behaupten, die hat auch Dietrich Gold. Gold, oh, ohne Dietrich. Hm, komisch. Hallo, ist da noch einer? Hallo? Ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch schon wieder. Wir sind wieder am Ende angelangt. Die Skyrim-Episode ist vorbei. Ja, wir haben heute in dieser Episode die zweite Dwemer-Prüfung erfolgreich bestanden. Das war ein hartes Stück Arbeit. Das waren auch extrem krasse Viecher, also so vom Damage her. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber wir haben es geschafft. Ja, wenn wir dann demnächst irgendwann den zweiten Resonanzstein finden sollten, also ich gehe davon aus, dass wir den irgendwann finden werden, dann müssen wir natürlich wieder zurück und den dritten Teil der Prüfung bestehen, der eventuell sogar schon der letzte Teil ist. Aber im Moment sind wir hier mehr oder weniger ganz woanders unterwegs, nämlich in irgendeiner kleinen Mine, wo sich mal wieder ein paar Plünderer breit gemacht haben. Ja, die werden wir in der nächsten Episode dann hier, denke ich, nochmal schnell ausrotten. Dann geht es ein bisschen danach weiter, hier an der Küste entlang. Da gibt es ja dann noch den letzten Teil des Schatzes der Piraten, den wir finden müssen. Und ich bin eigentlich ziemlich positiv, dass wir den in der nächsten Episode dann finden werden, den letzten Teil des Schatzes. Und damit auch die Quest abschließen. Nun gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.